Wenn das Video hier startet, dann wisst ihr wieder, es gibt heute einen nicen Stadion-Vlog. Ob der nice wird, wissen wir noch nicht, aber wir sind mal wieder in München. Heute spielt Italia gegen Belgien. Für wen bist du? Polen. Ah, ich bin für Belgien. Das ist das Match von heute Abend. Italienische Nudeln gegen die belgischen Pommes, Leute. Wer gewinnt? Schreibt es in die Kommentare. Wir wurden wieder nach München geschickt, um hier ein bisschen zu influenzen, Leute. Ihr kennt's. Muss man immer machen. Wir werden ins Stadion alles für euch festhalten. Leider kein Deutschlandspiel, weil Deutschland ist raus. Ja, Deutschland ist egal. Weg vom Fenster. War verdient. Muss man auch mal machen. Deutschland war kacke, aber egal. Ich bin trotzdem noch immer Deutscher. Außer heute. Ich muss sagen, ich bin auch für Belgien. Du hast es schon angesprochen. Ja, was den Fußball angeht, bin ich für Belgien. Was die Frauen angeht, bin ich für Italien. Man kann nämlich auch sagen, Belgien ist wie Deutschland. Praktisch das gleiche Land, nur ein bisschen auf den Kopf gestellt und eigentlich ganz anders. Aber Flagge. Und ist ja auch direkt neben uns. Also wir sind auch halbe Belgier. War schon mehrmals in Italien, aber nie im Land selber. Wir haben uns jetzt ein Uber bestellt. Mal sehen, wer hier kommt. Uber! Falla kommt. Falla fährt uns jetzt. Der ist so Italiener. Wir fragen Falla gleich mal, für wen er ist. Was tippst du gleich? Belgien, Italien? Was sagst du? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Beide gut, ja. Ich glaube unentschieden. Ey, wir hatten den besten Uber-Fahrer, der hat da einfach so ein iPad und hat das Spanien-Schweiz-Spiel geguckt währenddessen. Boah, steht, auch noch mitgucken. Steht gerade 1-0 Spanien. Wir sind natürlich für die Schweiz. Ja, ich sag jetzt mal nicht dazu, was das für ein Tor war. Ne? Zakaria Eigentor ist, glaube ich, eine Lüge. So, wir sind jetzt hier. Ich werde ja noch angerufen. Hey, Junge. Warte. Ah, das ist Lukaku. Ich gehe mal kurz ran. Hallo, ja, Romelu. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, sonst gehen gleich die Tickets an wem anderen. Deswegen müssen wir jetzt schnell rein die Tickets abholen. Ey, immer nur Stress hier. Wir haben netterweise unsere Tickets jetzt auch noch bekommen. Ich weiß nicht, warum die so Panik haben. Aber da stand schon Fragezeichen hinter unseren Namen. Wir können jetzt nicht zeigen, weil da steht auch unsere echten Namen drauf. Ey. Wir sitzen diesmal Reihe 1, Leute. Reihe 1, weil wir sind die Nummer 1. Bevor es zum Spiel geht, checken wir noch schnell in unser Hotel ein, weil wir bleiben ja wieder eine Nacht hier. Eine Runde. Ach so, eine, nee, Nacht. Eine Nacht bleiben wir hier. Vielleicht mit ein paar netten Mädels. Nein, Spaß. Wir sind vergeben, ne? Und nicht gegenseitig aneinander. Wir checken kurz ein, checken die Lage. Wir sind nicht die Maske. Wir sind jetzt im Hotel endlich angekommen. Wir haben aber auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil wir müssen natürlich zum Spiel. Dem letzten Spiel, das in Deutschland ausgetragen wird, ne, wird wieder eine richtig nice Partie. Wollte ich mir gerade die Hand geben. Danke. One Football und VW, die uns hier überhaupt zu dem Spiel geschickt haben, dass wir nochmal das letzte Spiel in der Allianz Arena gucken können. Einzigartige Möglichkeiten, die uns hier gewährleistet werden. Ja, checkt den ersten Link in der Beschreibung ab, ladet euch One Football runter. Ne? Die beste Fußball-App auf diesem Planeten, vielleicht sogar im Universum. Ja, das ist noch nicht gut genug erforscht, aber ich denke mal auch des Universums. Und checkt auch unbedingt die Volkswagen-Rubrik in der OneFootball-App aus. Ja? Im OneFootball findet ihr alle wichtigen Informationen, aktuelle News, natürlich auch rund um die Euro 2020, die ja immer noch läuft, auch wenn Deutschland raus ist. Natürlich, die läuft trotzdem weiter. Ich glaube immer noch an Deutschland. Ne? Ihr könnt da auch eure Nationalmannschaft einspeichern, alles dazu verfolgen. Das gleiche mit Mannschaften oder auch mit Spielern. Vielleicht sind wir ja auch irgendwann mal in OneFootball gelistet. OneFootball, habt ihr nicht Bock darauf, könnt ihr uns bei dir und Holzi da folgen, dann seht ihr, wie viele Bälle wir übers Tor schießen. Nein, aber Spaß beiseite, folgt eurem Team und die ganze App wird nach euren Interessen dann personalisiert. Die neuesten Transfers, ja, die seht ihr da auch, ja, auch sogar Gerüchte. Oder natürlich auch einfach witzige Videos, um euch ein bisschen den Tag zu versüßen. Also bleibt bestens informiert und ladet euch OneFootball auf jeden Fall herunter. Natürlich kostenlos, Freunde. Zu eurem eigenen Wohl. Ihr habt nichts zu verlieren. Erster Link in der Beschreibung, OneFootball, die App. Danke. Und wir müssen jetzt los, weil wir müssen auch schon wieder verpassen wir das Spiel. Die Zeit ist schon wieder eng. In einer Stunde ist Anstoß. Die Zeit ist eng. Aber nicht nur die, sondern auch mein. Ja. Warte mal, aber was glaubt ihr? Komm, wir halten so zusammen die Kamera. Guck mal, das ist geil, oder? Super. Wer gewinnt die EM? Was ist euer Tipp? Schreibt den mal in die Kommentare. Was sagst du denn? Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr. Ich glaube, also ich hoffe jetzt einfach Belgien, Digga, weil die haben Portugal rausgekegelt. Ich sag Dänemark. Für Eriksen. Okay. Für Eriksen, mein Bruder. Das wäre eigentlich schon nice. Wäre cool, aber man muss ja auch realistisch bleiben. Das stimmt. Oh mein Gott, Freunde, das Spiel geht gleich los, aber guckt euch das Elfmeterschießen Digga. An. Bitte. Für die Gladbacher Jungs. So, bevor wir reingehen, gucken wir jetzt einfach das Elfmeterschießen, wie das hier ausgeht, Alter. Warte mal. Nein! Ah, der Kanji hat auch verkackt! Oh mein Gott. Moreno hat ihn reingemacht. Boah, jetzt muss Schweiz treffen. Nein!
Ruben Vargas hat den Elfer verkackt. Nein, es steht 2-1. Wenn ihr Spanien trifft, ist Schweiz raus. Ihr müsst euch ich gehe in ihn rein. Ich bin auch gerade so da. Der hat den. Der hat getroffen! Hier ist drauf hin. Oh ja, Sabal hat's gemacht. Nee! Muss wiederholt werden. Hier, Videobeweis. Tut mir leid. Nee, ich hab gesehen, der Torwart war nicht da ganz auf der Linie. Müssen wir wiederholen. Nein! Ich weiß nicht mal, für wen ich jubeln soll. Ich jubel einfach für alle Tore. Bei jedem Tor raste ich auch. Bei jeder Grieche. Egal was passiert. Immer jubeln. Es sind definitiv mehr Belgien-Fans hier als Italien-Fans. Ja, die glauben auch mehr dran, glaube ich. Schon ein paar. Und da? Da sehe ich nur Bayern. Ich sehe nur das Bayern-Logo. Nur Bayern. Robben, Kevin der Weile! Schwasserhut, Amonaku! Das ist Lukaku. Lukaku! Aber real Talk. Was ist das für ein Beast? Lukaku Beast. Absolutely incredible. Und es geht los, Freunde. Einfach zwei geile Spiel mit vielen Toren. Let's go! Und ein bisschen prügeln geht immer. Schöner erster Versuch da. Da kommt Kevin. Kevin macht jetzt ein Ecke. Ich gebe dir 100 Euro, wenn daraus jetzt ein Tor entsteht. Okay, die 100 Euro bitte. Aber du gibst mir auch, wenn kein Tor entsteht. Okay. War kein Tor. Da habe ich nicht zugegeben. War kein Tor. 1-0 Italien. Ganzes Stadion. Guck mal, wie alle ausrasten, ey. Einfach nach Standard. Schigi! Oh, der kam ein bisschen zu... Ah. Morgen, egal. Der macht wieder ein Traumtor. Komm. Der Ratti ist ein kleiner Ratti. Aber eine Italien-Meister, okay. Wir treffen schon einmal, aber Belgien muss ein bisschen mehr... Jetzt gerade die Szene, da lass ich abgehen, da muss man den Risiko nach vorne. Ja, ja. Die Freunde ist da. Wir hier 15.000 Fußball-Experten. Brenne! Oh! Donnarumma hat gehalten! Boah, Junge, was war das ein Schuss? Lukaku Übersteiger, bam, bam, bam und zweite Großchance für Belgien. Oh, Belgien macht gleich ein Ding, Jungs, das sag ich euch. Alles das Tor. Alles das Tor. Italien ist da. Barella. Oh mein Gott, Alter. Unglaublich. Insignia, oh mein Gott. Ey, 10.000 Likes und wir stellen das Tor in den nächsten Challenge nach. Ja. Dankeschön. Hey. Was? Dankeschön. Gute Dinge. Verteidiger so aussteigen lassen und dann so einen schönen Schuss rausgehauen. Vor allem, die Kamera liebt dich, aber ich hab gesagt, Schusstor. Das war Insignia ist heftig. So klein wie der ist, so gut ist er auch. Also super gut, weil er super klein. Oh mein Gott. Elfer, jetzt wird's Mann. Bitte mach den. Wer schießt? De Bruyne schießt bestimmt, oder? Eine Minute nach dem 2-0 gibt's Elfer für Belgien. Mal sehen, ob es nochmal überprüft wird. Lukaku schnappt sich direkt den Ball. Lukaku will das machen. Lukaku. Lukaku kackt sich die Pille, Alter. Ja! Jetzt wird's nochmal spannend, Jungs. Ey. 2-1 in 45 Minuten. Wo hat er hingeschossen? Für die Verpflegung. Currywurst, Pommes. Willst du mich verarschen, ey? Ich hab dir auch eine Bratwurst bestellt. Wird Zeit für eine Wurst, meine. Zeit für eine Wurst. Eine wurde gelegt, eine kommt wieder rein. Das ist eine gleich... Das ist der Kreislauf des Lebens. Eine Wurst raus, eine wieder rein. Hier, eine Wasser.
Eine Wasser! Gib mir meinen Wurst! Ich will einen Wurst! Ja, eine Wurst. Und ich werfe mir eine Wurst rein, Alter! So, wir sind in der 69. Minute! Jetzt! Es steht immer noch 2-1. Jetzt nicht mehr. Belgien muss kommen! Belgien muss kommen! Das wäre es eigentlich gewesen. Digga, ich will, dass Belgien hier weiterkommt, nicht Italien. Bin nicht mal mit 10 Minuten reguläre Spielzeit und es sieht nicht gut aus für Belgien, also. Da passiert noch was. Da passiert was. So, 5 Minuten Nachspielzeit, die Belgien-Fans freuen sich nicht so darüber. Ist minimal gekauft, das Spiel, kann man sagen. So hier frei. Also 5 Minuten für Belgien, jetzt ein Tor zu schießen. Digga, der Typ lag doch schon 10 Minuten da und wurde abtransportiert. Digga, allein eine Einwechslung dauert da 3 Minuten bei den Italienern. Da kann ich mir 3 Würstchen holen. Das ist so eklig. Ich meine, die Chancen von denen waren geil, was die offensiv rausgespielt haben, aber was sie da machen, das ist einfach nur eklig. Jetzt kommt der nächste Sanitäter. Joshua Kimmich ist eine reife Frucht. Ja. Nein. Digga, Italien. Nochmal Ecke. Italien letzte ist so Ecke. Gut. Nein. Letzte Ecke. Zehner. Courtois kommt nach vorne. Zehner. Komm. Letzte Chance. Letzte Aktion. Bringt ihn nur gut. Courtois, Kopfballtor. Das war's. Das war's. Das war's. Deswegen will man denen das nicht gönnen. Trotzdem GG an Italien, Halbfinale. Offensiv waren da schon gute Dinger dabei, aber... Ich meine, wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht weiterkommen. So, Belgien, ja. Nur ein Elfer reingemacht. Das ist natürlich auch schwach. Schade Schokolade. Aber wenigstens One Football runterladen, das ist immer gut. Erster Link in der Beschreibung. Bis Bescheid, Leute. Geil!